Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Prusma Akademie. Ich heiße Nina und ich werde euch heute die Begriffe Output und Outcome erklären, weil ich festgestellt habe, dass diese beiden Begriffe oftmals verwechselt werden und nicht ganz so klar ist, was überhaupt dahinter steckt. Insbesondere aber, wenn wir von Zielen, Zielvorgaben und auch von OKR, also von Objectives and Key Results sprechen, ist es unglaublich wichtig, dass die Begriffe Output und Outcome bekannt sind, verstanden werden und auch wirklich richtig angewandt werden können. Das Ganze werde ich euch an einem sehr, sehr alltäglichen Beispiel erklären, da ich gerne möchte, dass ihr gedanklich aus eurem Business-Kontext rauskommt und sicherstellen, dass es ein Beispiel ist, das jeder verstehen kann. Und somit könnt ihr es dann wiederum im Nachgang auf eure Situation im Unternehmen adaptieren und transferieren. Bevor ich ins nächste Video einsteige, beziehungsweise bevor ihr das nächste Video anklickt, schnappt euch bitte mal ein Blatt Papier und einen Stift oder irgendeine digitale Möglichkeit, irgendeine Notiz zu machen. Und dann schreibt ihr zunächst ganz groß Ziel-Doppelpunkt. Und dann schreibt ihr bitte alle ein Ziel auf. Das kann ein ganz persönliches Ziel sein, das ihr eh schon gesetzt habt. Das kann euer eigenes Ziel im Unternehmen sein. Es kann sogar ein offizielles Unternehmensziel sein. Wichtig ist, dass ihr es aufschreibt, so wie ihr es für euch formuliert. Und dabei auch nicht schummelt und euch denkt, ah, ich behalte es mir einfach im Kopf, das kann ich mir merken. Nein, können wir leider nicht. Denn die Gedanken sind so frei, alles, was wir jetzt nicht aufschreiben, ist ruckzuck weg und das wäre super schade. Und somit sage ich bis gleich im nächsten Video.